Wir sind hier in der App der Niederösterreich-Card. Das heißt, ich habe mir im App Store bzw. im Play Store, wenn ich ein Android-Handy nutze, die App für die Niederösterreich-Card heruntergeladen. Es macht hier für das Aussehen der App keinen Unterschied, ob ich auf einem iPhone oder auf einem Android-Gerät arbeite. Also die App sieht auf beiden Betriebssystemen gleich aus. Nachdem ich mir die App heruntergeladen habe, kann ich mir gleich einmal anschauen, welche Möglichkeiten ich mit der Niederösterreich-Card habe. Das heißt, ich kann verschiedene Ausflugsziele mir ansehen, beziehungsweise auch die anderen Vorteile und diverse News mir durchlesen. Hier zum Beispiel könnte ich den Online-Katalog downloaden. Das heißt, hier würde ich alles, was ich in der App sehe, dann in Katalogform, also so wie wenn ich es in der Hand habe, mit den Seiten eben als Katalog durchblättern können auf meinem Handy. Grundsätzlich bekommt man, wenn man die Niederösterreich-Card kauft, auch einen Papierkatalog dazu. Das heißt, ich habe meine Niederösterreich-Card zum Beispiel in der Trafik gekauft und habe dann gleich einen Katalog dazu bekommen. Aber wenn man sie zum Beispiel übers Internet bestellt dann und mit der Post zuschicken lässt, dann bekommt man auch einen Katalog. Und auch wenn man sie online kauft, kann man entweder einen Katalog downloaden oder ihn sich zuschicken lassen. So, wie komme ich jetzt zu meiner Niederösterreich-Card? Also nur weil ich die App jetzt habe, habe ich ja noch keine Niederösterreich-Card. Das heißt, wenn wir ganz unten schauen, in dieser Leiste habe ich hier mal die Startseite, dann habe ich so eine Karte, wo Ausflugsziele steht, danach eine Merkliste und dann habe ich den Einkaufswagen mit dem Punkt Card kaufen. Und wenn ich hier drauf tippe, dann bekomme ich eben eine Übersicht, wie ich meine Karte kaufen kann. Das heißt, eben die erste Option, ich kann sie im Internet quasi bestellen und bekomme sie dann mit der Post zugeschickt. Ich kann sie digital kaufen, das heißt, ich bezahle sie und sie wird sofort freigeschalten und ich habe sie dann hier in meiner App. Oder ich kann sie verlängern, das heißt, wenn ich schon eine Card hatte und sie fürs nächste Jahr verlängern möchte, dann kann ich das auch hier in der App machen. Und natürlich kann ich auch Gutscheine kaufen, die man dann verschenken kann. Wenn ich jetzt eine Karte gekauft habe und diese dann auch freigeschaltet habe, das heißt, mir wird nach dem Kauf kann ich über die Seite von der Niederösterreich-Karte meine E-Mail-Adresse eingeben. Ich bekomme dann einen PIN-Code zugeschickt und mit diesem PIN-Code kann ich die Karte aktivieren. Das muss innerhalb von 48 Stunden nach dem Kauf passieren, damit die Karte vor Missbrauch geschützt ist und eben auch wirklich gültig ist. Ich finde meine Karte dann ganz rechts unten bei My Card, also unter diesem Punkt My Card. Und wie man sieht, habe ich hier auch die Karten von meinen Kindern. Das heißt, ich habe insgesamt drei Karten hier gesammelt in der App. Und hier könnte ich dann eben auch sehen, welche Ausflüge wir schon gemacht haben, wie viel wir gespart haben und so weiter und so fort. Bei manchen Lesegeräten habe ich mir sagen lassen, funktioniert das mit dem QR-Code nicht so gut. Da muss man dann auf den QR-Code drauf tippen, dann wird er kleiner und dann kann es das Lesegerät besser lesen. Und wenn ich oben in der rechten Ecke schaue, dann habe ich hier ein Zahnrad. Das heißt, ich könnte hier meine Daten bearbeiten, das heißt meine Adresse und so weiter und so fort. Ich sehe hier meine Käufe, das heißt die Karten, die ich schon gekauft habe. Ich könnte auch direkt meine Niederösterreich-Card verlängern, beziehungsweise könnte ich auch Gutscheine einlösen, wenn ich zum Beispiel welche zum Geburtstag geschenkt bekommen habe.